have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. 'Cause I need time. Was für ein Abend? Ja. Können wir ja mal wiederholen? Klar. Na dann. Und ich wollte dir sagen, dass der Gregor auf die Anne steht. Da ist voll das Knistern, ich spüre das. Die Anne ist irgendwie komisch, seit sie wieder da ist. Hab ich das Gefühl, sie war nie wirklich weg. Ich will nur nicht, dass du den gleichen Fehler machst wie ich damals. Ich dachte, sie kommen schnell vorbei und fragen, ob wir heute Abend ein Bier trinken. Heute Abend? Ja, Entschuldige. Ja, ich. Mein Vater ist vor ein Auto gelaufen und sieht nicht gut aus, sagt meine Mutter. Ich muss nach München. Ich fahr dich, okay? Hör mal, wir müssen das verschieben. Ich melde mich. Alexander, mein Bester, ich höre dich. Martin, ich habe die Nachricht erst jetzt bekommen. Pass auf, mein Mann in der Münchner Uniklinik ist Professor Sebastian Kleinert, Leiter der Unfallchirurgie. Ich habe ihm ausrichten lassen, dass du dich sofort bei ihm meldest, sobald ihr da seid. Super, ich danke dir, ich weiß es sehr zu schätzen, ja? Übrigens, du bist Franziskas Lebensgefährte. So habe ich dich angekündigt, du weißt, das sind die Vorschriften. Gut, ich danke dir. Ciao. Liebe Grüße von Alexander, drück dir die Daumen. Ist lieb von ihm. Guten Tag, Franziska Hochstetter. Wir wollen zu meinem Vater, Reinhard Hochstetter. Er wurde nach einem Unfall eingeliefert. Hochstetter. Da haben wir ihn. Und Sie sind? Dr. Martin Gruber. Wir haben mit Professor Kleiner telefoniert. Er weiß Bescheid, dass wir kommen. Ich bin der Lebensgefährte. Da bist du ja. Weißt du schon was? Ja, es ist soweit alles in Ordnung. Er hat die Not-OP gut überstanden. Er hat beim Aufprall ein Schädel-Hirntrauma erlitten. Die Kollegen haben eine Gefäßruptur entfernt im vorderen Schläfenhirn, weil eine Blutung aufgetreten ist. Das Gute ist, dass er kein einziges Mal reanimationspflichtig war. Und sie haben ihn jetzt ins künstliche Koma verlegt. Kann ich zu ihm? Ja, ja, klar. Wo ist deine Mutter? In der Cafeteria, natürlich. Du gehst jetzt rein und ich warte auf dich. Können Sie mir den Grund für Ihr unverhohlenes Interesse an meiner Person verraten? Entschuldigung, Frau Hochstetter nehme ich an. Mein Name ist Martin Grube, ich bin ein Freund von Franziska. Ich habe Sie hierher gefahren. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ein fester Freund. Na dann, gute Nerven. Und?
Franziska hat gerade noch mal angerufen und gesagt, das mit dem Vater. Ja, alles soweit unverändert, was eigentlich kein schlechtes Zeichen ist. Die Anne hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Naja, ja, sie hat mir erzählt, dass ihr euch gerade verabreden wolltet und da die Franziska angerufen. Ja. Ziemlich schlechtes Timing, oder? So ist es mal in meinem Leben. Womit fangen wir an? Schau mal. Eins, zwei, drei. Und jetzt sagst du mir mal, wo die vier ist. Die vier hier. Ja, super machst du das, Luca. Weißt du eigentlich, dass es ein schöner Name ist? Schwesterherz. Hey, du bist zu früh. Ja, ich weiß. Ich habe den Termin bei Dr. Kilian etwas vorverlegt. Ich will mir um eins noch eine Alm angucken, mit der wir vielleicht kooperieren können. Aber deine Chefin hat doch bestimmt nichts dagegen, oder? Ich meine, so ein Ultraschall, der dauert auch nicht lange, oder? Du siehst müde aus. Ich bin heute früh aus Italien zurück. Littlefoot wird jetzt international. Wir haben unsere erste Location südlich der Alpen. Eine schnuckelige Herberge mitten in einem Weinberg, exklusiv vermarktet von uns. Bist du die ganze Nacht durchgefahren? Ja, aber ich bin topfit. Schwanger, aber nicht krank, okay? Ja, aber zu wenig Schlaf ist nicht gut für eine werdende Mutter. Ich habe alles im Griff. Ja, klar, wie immer. Aber bevor ich mit Kerstin spreche, muss ich erst mal Thomas fragen, ob er kann. Sag mal, müssen wir da alle gemeinsam hin? Ja, klar. Wir sind noch eine Familie. Ich kann die Mittagspause verschieben. Das treffen wir uns gleich. Ja, freue mich. Alles klar, ciao. Hey. Schön, dass du Zeit hast. Für irgendwas muss es ja gut sein, wenn man der eigene Chef ist. Na, wie geht's uns am Nachwuchs? Alles bestens, denke ich. Siehst irgendwie ein bisschen blass aus. Ist ja auch kein Wunder, sie ist ja die ganze Nacht Auto gefahren. Okay, ich tue euch hier einen Gefallen, ja? Also erspart mir bitte eure Predigten. Können wir? Komm, wir gehen. Hey, Schatz. Was ist los? Theresa? Alles okay? Ja, es ist irgendwas. Meine Beine sind so schwer. Es liegt vielleicht an der Hitze. Ich hätte noch Wasser im Auto. Geht's? Vielleicht noch ein bisschen zu heiß. Wir fahren zu Dr. Gruber. Das ist in der Nähe. Ja. Berauschen ist er nicht, aber so weit für den Normbereich. Gut. Sie haben gesagt, Sie hatten Schwindelgefühle und Atemnot. Haben Sie das öfter? Nee, eigentlich nicht. Naja. Und eigentlich schon, oder, Schatz? In letzter Zeit ist hier schon öfter mal schwindelig. Ja, also ab und zu war ich mal ein bisschen schlapp, aber dann nach ein paar Minuten war es wieder weg. Mhm. Meine Vermutung ist ja, dass ich co-schwanger bin, weil meine Schwester kriegt unser Baby. Also sie kriegt natürlich ihr Baby, aber wenn es auf die Welt gekommen ist, dann werden wir es adoptieren. Ich verstehe. Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Beine mal kurzzeitig nicht gespürt oder ein seltsames Gefühl. Haben Sie Gliederschmerzen, Kopfschmerzen? Naja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber nicht schlimm. Mhm. Okay, verstehe. Aber dass Sie selber vielleicht doch
schwanger sein könnten, das können wir ausschließen. Nur, dass wir es besprochen haben. Nee, ich kann keine Kinder kriegen. Verstehe. Was ist am Finger passiert? Ach so, da habe ich mich geschnitten im Kindergarten beim Basteln. Ja, so Kleinigkeiten passieren in letzter Zeit öfter mal. Na ja? Das will ich gerne mit einer EMG abklären. Mhm. Was ist das? Entschuldigung, eine sogenannte Elektromyographie. Das heißt, wir schicken kleine Stromimpulse durch die Muskeln und können anhand der Ausschläge ablesen, ob etwas mit der Nervenleitbahn nicht in Ordnung ist. Naja, aber ich meine, ich arbeite doch im Kindergarten. Da wird es doch wahrscheinlich irgendein Infekt sein. Das ist ja ständig irgendwas. Schatz, lass ihn doch einfach die Untersuchung machen. Danach wissen wir, was Sache ist, okay? So sehe ich das auch. Es dauert einfach noch ein bisschen länger. Du kannst doch schon mal mit der Website weitermachen, oder? Super, danke dir, Lisa. Bis später. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, mir ist nur ein bisschen übel. Wie viel der Monat? 10. Woche. Toll, Gratulation. Guten Morgen. Danke. Das sieht wunderbar aus. Vor allem nicht nach einer Nervenschädigung. Dann war es vielleicht doch nur ein Infekt. Ja, da muss man zuerst Blut abnehmen und aufs Ergebnis warten. Ja? Alles wird gut, mein Schatz. Ja? Entschuldigung, Frau Wagner wird gern mit dazukommen. Frau Wagner? Die Schwester. Ach, die Schwester. Ja, Frau Wagner, bitte kommen Sie. Bitte. Hallo. Geht's wieder besser? Alles gut. Ich wollte nur sagen, ich muss gleich los und ich habe den Termin bei Dr. Kilian jetzt abgesagt. Warum? Ja, wir schaffen es nicht mehr. Können Sie nicht vielleicht den Ultraschall machen? Wer, ich? Naja, ich bin ja grundsätzlich kein Gynäkologe. Wir haben uns so gefreut. Ja. Ich meine, das müssen Sie entscheiden. Sie sind die werdende Mutter. Ja, warum nicht? Dann haben wir das wenigstens hinter uns gebracht. Kein Problem. Und das Ergebnis schicke ich an... Frau Dr. Kilian. Die Kilian. Mhm. Okay, wunderbar. Gerade einen Moment, ich muss das Blut abnehmen. Schatz, ich muss leider los. Ja. Der Kunde ist jetzt doch spontan vor Ort. Bring mir den Ausdruck mit, ja? Ich freue mich drauf. Ja, schon. Herr Haas. Viel Glück. Da wird dann die Milchleistung pro Tier berechnet. Okay. Du willst sogar in Echtzeit. Und hier siehst du die Durchschnittsleistung pro Jahr, pro Monat, pro Tag. Ja, aber die Sensoren, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die, sind die direkt im Melkgeschirr verbaut? Verrückt, oder? Das ist ja der Hammer. Ich habe übrigens mit einer Futtermittelberaterin gesprochen. Und die meint, dass ich bei einer Futterumstellung die Milchmenge pro Kuh so um 10 bis 12 Liter steigern könnte. Was, 10 bis 12 Liter pro Tag? Ja. Ja, das sind ja, was sind das dann insgesamt im Jahr? Ja, so ungefähr 90.000 Liter mehr. Puh. Ja, aber das ist ja großartig. Mhm. Entschuldige. Susanne. Sag mal, wo steckst du denn? Ich bin bloß kurz drauf zum Hof fahren. Die Anne wollte mir die neue Melkanlage zeigen. Ja, darf ich dich daran erinnern, dass in 10 Minuten der Techniker kommt, der die Küchengeräte überprüft? Und dass du versprochen hast, hier zu sein, weil ich zum Großmarkt muss. Nebenbei brauche ich auch das Auto. Dann bin ich wohl besser in 10 Minuten wieder da. Danke. Ah. Die Pflicht ruft. Ja. Sagst du der Mama einen lieben Gruß? Mach ich. Ciao. Ciao. Ich glaube, es wird ein Junge. Dr. Gruber hat gesagt, es ist noch viel zu früh. Das kann man gar nicht sehen. Doch, aber ich weiß es irgendwie. Und weißt du, was ein schöner Name wäre? Luca. Schön, ja. Wollen wir? Oh. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Na, schwanger. Also, echte Mutterfreude sieht ja anders aus.
Aber immerhin hat sich die Schwester richtig doll gefreut. Im Gegensatz zur Mutter. Ich meine, ist doch so schön, oder? Ein neues Leben? Ja. Es wird wohl so sein, dass Frau Haas das Kind ihrer Schwester adoptiert. Ach du meine Güte. Mhm. So, und das geht ins Labor. Alexander, mein Bester. Martin, wie geht's dem Vater von Franziska? Ja, gut, er hat die Nacht soweit überstanden. Also, ja, den Umständen entsprechend. Das ist schon mal ein Anfang. Finde ich auch. Hör zu, es kommt eine Blutprobe zu dir ins Labor. Patientin mit auffälligen Erschöpfungserscheinungen, schnelle Regeneration, wiederkehrende Ausfälle der Feinmotorik und EMG unauffällig. Also keine Degeneration der Nervenbahnen? Ich brauche Enzyme und check auf Saromaltase, ja? Ah, du denkst in Richtung Speicherkrankheit. Ja, eine Glykogenose wäre denkbar. Hm? Denkbar, aber unwahrscheinlich. Martin, mal was ganz anderes. Ich hol doch gleich unser Wohnmobil ab. Ja, Gratulation, ist es endlich soweit? Ja, klar. Wir reisen doch in Hamburg und ich hab mir gedacht, dass wir beide zusammen an den See fahren. An einem See? Was willst du denn da? Überleg doch mal, zwei Männer, ein Wohnmobil, ein Lagerfeuer und frische Fische. Du kannst angeln? Ich werf eine Stange Dynamit und du nimmst den Kescher. Alles klar. Leider muss ich absagen, ich bin auf Standby bei Franziska, du weißt ja. Hm? Stimmt auch wieder. Aber vielleicht am Wochenende, Martin. Vera kommt doch erst am Sonntagabend zurück. Das müssen wir ausnutzen. Ich melde mich. Danke, Alexander. Ciao. Gut. Herr Wieser. Hallo. Grüß Sie. Greta Wagner von Littlefoot. Servus, Frau Wagner. Na? Alles okay mit Ihnen? Ja. Eine wunderschöne Alm haben Sie. Sagen Sie, wie lange gibt es die schon? Die Bewirtung haben wir jetzt schon in der 5. Generation. Und immer haben wir eigene Produkte oder Produkte da aus der Umgebung verwendet. Ah, das klingt gut. Ein junger Wirt, naturverbundene Tradition. Das ist genau das Richtige für unsere Agentur. Für nachhaltiges Reisen. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammenkommen. Meine Frau und ich haben letztes Jahr unser zweites Kind gekriegt. Da bleibt keine Zeit für Werbung oder sowas. Hier in der Nähe, da ist ja auch der Startplatz für die Gleitschirmspringer. Mhm. Ich kenne da jemanden aus dem Vorstand. Das ist jetzt nur so eine spontane Idee, aber wenn wir Ihre Speisekarte ein wenig umgestalten würden, dann könnten wir auch die Sportler hierher locken und deren Familien. Veganes Essen oder sowas? Auch, eventuell, ja. Oh, oh. Die Gäste kenne ich nur zu gut von meiner Frau. Wollen Sie was zum Trinken? Ja, sehr gerne ein Wasser. Franziska. Martin, es gibt ganz gute Nachrichten. Mein Vater wurde vorhin aus dem künstlichen Koma geholt und er war direkt ansprechbar. Gut, 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 gut. Das freut mich sehr. Ja, nur dass er mich in seiner Demenz nicht erkannt hat. Ich habe mich gefragt, warum ich als Krankenschwester keinen weißen Kittel trage. Es ist echt hart. Ja, das verstehe ich. Es tut mir leid. Jetzt bin ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten in meinem Elternhaus, um ein paar Sachen für ihn zu holen. Oh Mann. Apropos, hat dir deine Mutter erzählt, dass ich sie gestern im Krankenhaus getroffen habe? Ernsthaft? Nee, hat sie mir natürlich nicht gesagt. War eine spannende Begegnung, muss ich sagen. Ich hatte immer das Gefühl, als ob sie noch nie von mir gehört hat. Ja, so ist sie halt. Können wir das Thema wechseln, bitte? Ja, ja, klar. Ich wollte es auch nur gesagt haben. Ist alles gut, alles in Ordnung. Hör zu, Franziska, wenn du irgendwas brauchst, dann ruf mich bitte sofort an, ja? Ich bin da. Danke. Das ist lieb von dir. Pass auf dich. Ich melde mich. Ciao. Ach, das sind ja sehr gute Nachrichten. Ja, gut, ich sag's ihr. Servus dann, bis später.
Pfarrer Martin. Also, ich soll dir sagen, der Papa von der Franziska ist über dem Berg. Ja, das ist gut. Ja. Freut mich. Ja, das ist der Vertrag von der Kooperative, den haben die gerade geschickt. Hoffentlich nicht nur kleingedrucktes. Ja, gar nicht. Ist alles, wie wir es besprochen haben. Mhm. Ein Jahr Laufzeit und ab dem nächsten 1. können wir die Gruber Milch wieder abfüllen lassen. Also? Ja. Warte mal. Ah, naja. Gregor. Hi, Gregor. Hey, entschuldige den Überfall, aber hast du nachher vielleicht eine Minute, um was zu besprechen? Worum geht's? Naja, das würde ich dir gerne persönlich sagen. Am Nachmittag bin ich bei euch in der Gegend, da kann ich mal vorbeischauen. Okay, perfekt. Ach, und die Abfüllung bei der Kooperative unterschreibt er erstmal noch nicht, ja? Warum nicht? Bis später. Ey, Gregor. Was ist? Gregor sagt, wir sollen den Vertrag erstmal nicht unterschreiben. Warum denn? Weiß ich nicht. Vielleicht weiß der irgendwas, was wir nicht wissen. So, wunderbar. Dann sehen wir uns in 2 Wochen zur Kontrolle. Danke, Herr Doktor. Wiederschauen. Immer gerne. Pfirti! Haben Sie gerade Pfirti gesagt? Ja, das sagt man hier doch so. Das wird schon noch. Alexander, mein Bester. Keine Ahnung. Hier, ist gerade durchgekommen. Ah, ist da. Ich danke dir. Ciao. Das wird Ihnen nicht gefallen. Scheiße. Schatz, ich bin da. Schau mal. Und? Guck mal. Junge oder Mädchen? Dr. Gruber wollte sich nicht festlegen, aber schau mal. Ist doch ein Junge. Das ist 100% ein Junge. Schon verrückt, oder? Der Wahnsinn. Ich hoffe nur, die finden nichts Schlimmes im Labor. Das würde mir jetzt gerade noch fehlen. Hey. Schauen nur nach vorne, wir zwei. Du und ich. Und Luca. Ja, ist nur so eine Idee. Luca. Das ist schön, das gefällt mir. Das geht auch für ein Mädchen, oder? Entschuldigen Sie, dass ich so unangemeldet vorbeikomme. Ich würde gern mit Ihnen und... Hallo, Frau Haas. Hallo. Mit Ihnen und Ihrer Frau besprechen. Der Kontrollverlust Ihrer Gliedmaßen ist auf eine sogenannte Speicherkrankheit zurückzuführen. In diesem Fall die sogenannte Glykogenose. Ihnen fehlt ein bestimmtes Enzym, welches dafür verantwortlich ist, dass im Blut Kohlenhydrate in Glucose, sprich Zucker, umgewandelt werden. Das heißt in weiterer Folge, dass Ihre Muskeln mit zu wenig Energie versorgt werden. Und was kann man dagegen tun? Bedauerlicherweise gibt es bislang keine Therapie dagegen. Aber... Im schlimmsten Fall, aber da sind wir noch lange nicht, wird es zu einem zunehmenden Verlust der Muskelkraft kommen. Bis ich mich nicht mehr bewegen kann, oder? Wie gesagt, das sehen wir noch lange nicht. Beim normalen Krankheitsverlauf würde man mit einer diätischen Ernährung und mit einer speziellen Physiotherapie eigentlich ganz gut entgegenwirken können. Und wenn es kein normaler Krankheitsverlauf ist? Scheiße. Wir wollten gerade ein Kind adoptieren. Und jetzt sagen Sie mir, dass ich vielleicht im Rollstuhl... Frau Haas, zur Beruhigung. Eine solche Krankheit tritt normalerweise sehr, sehr viel früher auf. Das heißt, in Ihrem Fall gehen wir von einer stark abgemilderten Form aus. Dennoch würde ich gerne morgen in der Klinik ein MRT machen, um die sogenannte Plaquebildung im Gehirn auszuschließen. Was allerdings auch sehr unwahrscheinlich ist, da Ihre Symptome, wie gesagt, noch sehr frisch sind. Das Jugendamt wird uns das Kind doch nicht geben. Hey, das wissen wir noch überhaupt nicht.
glaube, wir sind hier in guten Händen. Wir haben gute Ärzte und lass uns einfach vertrauen. Der Termin fürs MRT wäre morgen um 9. Und in der Klinik wird Sie Dr. Kahnweiler begleiten. Und eine Sache noch. Die ist aber in Ihrem Fall irrelevant, weil Sie das Kind ja adoptieren. Wäre es Ihr eigenes Kind, müsste man das Kind auch auf Glykogenose testen, weil die Krankheit von der Mutter vererbt werden kann und das Kind dann wahrscheinlich auch Glykogenose hätte. Aber wie gesagt, in Ihrem Fall. Naja, also. Eigentlich ist es schon unser leibliches Kind. Naja, wir beide wussten, dass es in Belgien erlaubt ist, befruchtete Eizelle zu verpflanzen. Und ich meine, wir zwei, wir haben wirklich alles versucht. Dann haben wir Theresas Schwester gefragt, ob sie Leihmutter werden möchte. Ja, und meine Schwester hat uns natürlich für völlig verrückt erklärt und mehrfach abgelehnt. Und irgendwann stand sie plötzlich vor der Tür und hat gesagt, okay, ich mach's. Aber besser schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ja, und dann sind wir. Vor 10 Wochen sind wir nach Anderlecht. In der Spezialklinik. Und da hat man ihr unsere befruchtete Eizelle eingepflanzt und das hat gleich funktioniert. Also erstmal Gratulation, dass es sofort geklappt hat. Aber das bedeutet, dass Sie Ihr eigenes Kind adoptieren werden. Das ist natürlich eine völlig neue Situation. Ja, und was ist jetzt, wenn das Kind krank ist, genauso wie ich? Frau Haas, ich kann Sie sehr gut verstehen. Wir werden das einfach abklären mittels einer Fruchtwasseruntersuchung. Dazu muss ich natürlich mit Ihrer Schwester sprechen. Das würde ich gern morgen nach dem MRT machen. Dann kommen die Fakten auf den Tisch. Wir werden die Situation neu bewerten. Wir kriegen das hin, Frau Haas. Ja? Ich bräuchte noch die Unterlagen von der Spezialklinik, wo Sie vorstellig waren. Alles da. Hol ich ihn. Danke. Alexander, mein Bester. Martin, wie geht's dir? Franziska hat mich angerufen und gesagt, ihr Vater ist über dem Berg. Alles gut, alles fein. Da können wir alle 3 Kreuzzeichen machen. Apropos 3 Kreuzzeichen. Vielleicht doch 3 Schnäpse? Seit wann trinkst du Schnaps? Das ist doch egal. Ich hab mir gedacht, vielleicht nur du und ich, das Wohnmobil, Sternenhimmel, Männergespräche. Oh, mein Süßer, es tut mir wahnsinnig leid. Ich muss dich einsam lassen. Ich hab zu tun, du müsstest ohne mich auskommen müssen. Martin, ich hab das Gefühl, du wirst langsam alt. Falsch, ich bin schon alt. Außerdem ist Wohnmobil oldschool. Gut, wenn ich will, der hat schon. Alexander? Du, ich hab keine Ahnung, wo das ist. Na, guck mal hier. Das hier, das ist die alte Hauptstraße, die nach Söll führt. Ach, das ist der Hof vom alten Bühler. Ja, aber nicht mehr lange. Er will nämlich verkaufen. Und ich werde ihm ein Angebot machen. Ist nicht dein Ernst? Ja, allerdings brauche ich deine Hilfe dafür. Ich muss nämlich auch seine Abfüllanlage übernehmen. Die ist top, 10 Jahre alt. Bestens in Schuss, habe ich mir alles schon angeschaut. Okay. Pass auf. Wenn ich den Hof kaufen will, muss ich schnell sein. Die Zusatzkosten für die Abfüllanlagen kriege ich von der Bank aber nur finanziert, wenn ich dafür auch Kunden habe. Das heißt, du willst, dass ich die grobe Milch bei dir abfüllen lasse? Ich brauche einen 2-Jahres-Vertrag von dir. Ach. Für die Planungssicherheit. Naja, aber dafür kann ich den Preis von der Kooperative um 20% unterbieten. 20%? 20%. Nur fürs Protokoll, bei diesem Angebot hast du keine Hintergedanken. Wenn es um den Hof geht, bin ich Profi, das weißt du noch. Auch was zu trinken? Ja. Ja, das ist richtig, Herr Kaufinger. Es ist unser Ziel, ein Netzwerk aufzubauen, um nachhaltige Touristikangebote unter einer starken Dachmarke zu vereinen. Das passt sehr gut. Nächsten Mittwoch, 10:30 Uhr. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Kaufinger.
Tschüss. Und? Wir haben den Termin. Oh. Yes. Yes. Du, ich habe mit deinem Freund von der Gleitschirmschule gesprochen. Ah, mit Stefan. Er kann sich eine Kooperation vorstellen und du sollst heute Abend noch mal anrufen. So kann es weitergehen, was? Absolut. Du willst auch einen Kaffee? Ich nehme Wasser. Greta Wagner, hallo? Dr. Gruber, ja. Nein, ist kein Problem, dann komme ich gleich vorbei. Ja, ist gut, bis gleich. Lisa? Ja? Ich muss noch mal los. Okay, bis gleich. Eine Glüh. Tut mir leid, irgendwie klingt das nicht gut. Eine Glykogenose, Frau Wagner, ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der die Muskeln immer weiter abbauen. Das erklärt auch die Schwäche an für ihre Schwester. Wir müssen jetzt noch einige Tests abwarten und dann wissen wir mehr. Der Punkt ist, dass eine solche Krankheit auch vererbt werden kann. Und da Sie jetzt als Leihmutter für Ihre Schwester agieren, besteht die Möglichkeit, dass das Kind diesen genetischen Defekt in sich trägt. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen viel auf einmal, aber wir sollten uns sehr zeitnah mit dem Gedanken an eine Fruchtwasseruntersuchung auseinandersetzen. Eine Fruchtwasseruntersuchung? Ja, je schneller, je besser, denn dann haben wir Klarheit. Und wenn ich Ihnen sage, dass das Kind gar nicht Theresas ist? Wie meinen Sie das? Ich war bereits schwanger, bevor wir nach Belgien gefahren sind. Okay. Also die gute Nachricht ist, dass dann Ihr Kind nicht an Glykogenose erkranken wird. Das Aufrechterhalten dieser Lüge, Frau Wagner, setzt Sie aber unter enormen psychischen Druck. Und das ist nicht gut für Sie. Gar nicht gut. Aber es geht nicht anders. Warum? Weil Thomas der Vater ist. Verstehe. Das war nur ein einziges Mal. Und wir wussten beide danach, das war ein riesiger Fehler. Wir haben gesagt, dass es niemals passiert. Und wir hatten verhütet, aber ich bin trotzdem schwanger. Und Herr Haas, wundert sich nicht, dass Sie sich jetzt plötzlich als Leihmutter angeboten haben? Also, weiß er es? Er denkt, ich habe das aus schlechtem Gewissen gemacht gegenüber meiner Schwester. Und wissen Sie, sie wird eine großartige Mutter, das weiß ich. Sie hat sich nie etwas ähnlicher gewünscht als ein Kind. Und die beiden haben wahnsinnig viel durchgemacht. Sie hatten so eine harte Zeit hinter sich. Ich kann einfach nicht ihr das. Frau Wagner, Ihre Schwester wird aber vermutlich nachfragen, gerade wenn wir keine Fruchtwasseruntersuchung machen. Kann man da vielleicht nicht irgendwas erfinden, erstmal? Bitte, Dr. Gruber, verstehen Sie doch, wenn die beiden die Wahrheit erfahren, dann wird alles auseinanderbrechen. Alles. Frau Wagner, wollen Sie wirklich Ihr Kind zur Adoption freigeben? Ja, ganz sicher. In meinem Leben ist einfach kein Platz für ein Kind. Schwesterherz. Hey. Ich war gerade bei Dr. Gruber. Und alles wird gut. Ganz sicher. Und wegen der Vererbbarkeit. Dr. Gruber hat da noch mal nachgeforscht. Und wegen meiner Blutgruppe, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Kind davon betroffen ist. Dem Kind geht es gut, Theresa, das weiß ich. Sein kleines Herz schlägt ganz, ganz tapfer. Komm. Und wirst du dich auch ums Kind kümmern, wenn ich so krank bin? Aber du wirst nicht so krank sein.
Es wird alles so, wie du dir das gewünscht hast. Das weiß ich. Hey, ihr beiden. Lasst euch nicht stören. Du störst nicht. Komm mal. Greta hat gute Nachrichten. Und Greta muss jetzt auch wieder ins Büro. Schließlich gibt's noch einiges zu tun, bevor ich dick und rund werde. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Das war nur ein einziges Mal. Und wir wussten beide danach, das war ein riesiger Fehler. Habt ihr euch irgendwie gestritten? Was? Naja, es sieht immer so aus, als würde sie vor dir weglaufen. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Aber okay, ich achte mal drauf. Was sind die guten Nachrichten? Also, unser Kind ist wahrscheinlich gesund. Das hat irgendwas mit Gretas Blutgruppe zu tun, weil sie ja das Kind versorgt. Kann nichts passieren. Das sind dir wirklich gute Nachrichten. Hab ich doch gesagt. Es wird alles gut, verspreche ich dir. Tag. Aha. Aber dass Franziskas Papa besser geht, sind noch gute Nachrichten. Ja. Aber sie bleibt jetzt erst bei mir. Und du? Voll in der Arbeit? Ja. Das ist ein Angebot von Gregor. Und zwar will der den Bühlerhof kaufen. Mit einer ziemlich modernen Abfüllanlage. Aha. Das lohnt sich für ihn aber nur, wenn wir die Grubermilch bei ihm abfüllen lassen. Zu einem wirklich sensationellen Preis. Ah, da bleibt richtig was hängen übers Jahr. Ja. Und mit einem Teil von dem Geld kann ich meine Schulden bei der Bank abzahlen. Der Mann ist echt der Wahnsinn. Der hat solche unternehmerischen Visionen, ein solches Gespür. Da bin ich mir sicher, dass er Visionen hat. Hattet ihr mal was miteinander? Was? Ob ihr mal was miteinander hattet? Das geht dich überhaupt nichts an. Stimmt. Also hattet ihr was miteinander? Ja. Kurz. Nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist, ging es ihm nicht gut. Und mir ging es auch nicht gut, wie du weißt. Und ich habe die Sache dann aber sehr schnell beendet. Natürlich. Und das ist jetzt ein Versuch, sich wieder in dein Leben einzubringen, oder wie? Nein, das ist ein total professioneller Geschäftsmann. Mhm. Und wir hätten dann in einem sehr überschaubaren Rahmen eine Geschäftsbeziehung. Überschaubar ist gut. Bist du eifersüchtig? So wie du, Franziska. Blödsinn. Wow! Martin, mein einziger Freund. Alexander! Wie ist das Leben? Das Leben ist gut zu mir, aber die Natur war nicht gut zu mir. Wieso? Regel Nummer eins. Handbremse anziehen. Was passiert? Ja, erzähl ich dir später. Alexander, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Neues Spielzeug. Ja, maximale Keimerkennung, würde ich sagen. Vera hat mich vor ein paar Monaten ins Hotel eingeladen nach Wien und wir wollten abends schön essen gehen. Was hat sie gemacht? 2 Stunden das Bad geputzt, sich einen Staubsauger ausgeliehen und die eigene Bettwäsche übergezogen. Das war's dann mit dem Abendessen. Aber Schnaps drüber. Herr Dr. Kreinbeller?
Schön, Sie zu sehen. Schön, hier zu sein, Frau Gruber. Das ist mein neues Wohnmobil. Ja, Sie schon? Ja. Oh, darf ich auch mal eine Runde fahren? Lilly. Ja, ihr macht erstmal ein schönes Feuer und wir holen jetzt die Getränke, die ich an der Tankstelle gekauft habe. Komm mit! Hey, aufwachen, ihr zwei! Ist schon nach 7. Hast du irgendeine Ahnung, wie wir hergekommen sind? Nee. Ja, man bin ich. Nee. Wir kommen! Nein, Mama, es ist nichts passiert. Guten Morgen. Morgen, Lisbeth. Morgen. Kaffee steht am Tisch. Alexander, komm, steh auf. Na, komm schon, raus mit dir. Dr. Karnwall auf die Intensiv. Guten Morgen. Ich erinnere mich, ich war unten. Mein Wohnmobil war besetzt. Ja, weiß. Anne und ich, wir haben da genächtigt. Aha. So, es wäre gut, wenn Franziska nichts davon erfahren würde. Danke. Kaffee? Gerne. Hey. Wir sollten los. Die Plaque im Bereich des Nervensystems ist eindeutig, Martin. Sind also nicht nur die Muskeln von den Ablagerungen betroffen? Ja, sondern auch die Nervenzellen, die für die motorische Kontrolle zuständig sind. Es sieht nicht gut aus mit deiner Patientin. Weißt du, was ich nicht verstehe, Alexander, wie das so schnell gehen konnte? Vor 2-3 Wochen hatte sie noch überhaupt keine Symptome. Dann habe ich die Laborberichte der letzten Monate durchgesehen und gab es nicht den kleinsten Hinweis auf eine Glykogenose. Ich verstehe das auch nicht, Martin. Vielleicht irgendein Trigger. In der Fruchtbarkeitsklinik, da arbeiten die doch mit so einer hormonellen Stimulation und die geht direkt in die Hirnanhangdrüse. Das tut sie wohl.
Und die Hirnanhangdrüse steuert bekanntlich das vegetative Nervensystem. Aber weißt du, Frau Haas unterzieht sich diese Tortur schon seit Jahren. Das heißt, wenn da ein Zusammenhang bestünde, dann hätte man ihn schon längst herstellen müssen. Aber wer weiß das schon? Bist du beim Gespräch dabei? Nee, OP-Besprechung. Da musst du alleine durch. Ja. Aber Martin, du und Anne, ich meine, habt ihr? Ich habe Störsignal. Ich verstehe dich ganz schlecht, Alexander. Wir haben leider keine Erklärung dafür, warum Ihre Krankheit einen derart atypischen Verlauf nimmt. Wir vermuten, dass es einen Auslöser gibt, einen Trigger. Wir würden uns diesbezüglich auch mit Ihren behandelnden Ärzten in Verbindung setzen. Und sollten wir diesen Auslöser finden, dann hätten wir die Möglichkeit, dagegen vorzugehen und somit den Verlauf der Glykogenose zu verlangsamen oder eventuell sogar zu kontrollieren. Okay, und was denken Sie, wie stehen da die Chancen für? Leider nicht gut. Wenn jetzt meine Schwester das Kind auf die Welt gebracht hat, dann wollten wir ja zum Jugendamt gehen wegen der Adoption. Werde ich dann noch laufen können oder sitze ich schon im Rollstuhl? Die Frage ist schwer zu beantworten, Frau Haas. Sollte es uns nicht gelingen, die Nervenschädigung zu stoppen, dann wird Ihre Muskelkraft in den nächsten Monaten rapide abnehmen. Ob es zum Rollstuhl kommt, das kann ich im Moment nicht sagen. Es tut mir leid. Die werden uns das Kind nicht geben. Hey, es wird immer unser Kind sein, hörst du? Egal, ob wir es jetzt offiziell adoptieren, ja oder nein. Wir werden eine Lösung finden. Das verspreche ich dir. Das ist was anderes. Herr Haas? Herr Dr. Gruber, Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage an Sie. Ja. Sie haben doch gestern Greta erzählt, dass unser Kind höchstwahrscheinlich nichts mit der Krankheit zu tun haben kann. Das liegt an Gretas Blutgruppe oder so. Ja, ich bin auf einen entsprechenden Ansatz gestoßen. Ja. Also ich habe jetzt die halbe Nacht damit zugebracht, um rauszufinden, was das für eine Krankheit ist oder was man dagegen tun kann. Und alles deutet darauf hin, dass diese Krankheit vererbbar ist. Und zwar ausnahmslos vererbbar ist. Was soll das? Was machen Sie da? Ich meine, wollten Sie meine Frau beruhigen? Wollten Sie Greta beruhigen? Ich meine, das ist grob fahrlässig, was Sie machen. Das finde ich nicht, Herr Haas. Aha. Zum einen ist Frau Wagner meine Patientin. Ich unterliege der Schweigepflicht und ich darf darüber mit Ihnen nicht sprechen. Es tut mir sehr leid. Ja, das verstehe ich. Aber es geht hier um meine Familie. Es geht um meine Frau. Es geht um mein Kind. Verstehen Sie? Es geht nicht um Greta. Ja, das verstehe ich. So viel kann ich Ihnen sagen, Herr Haas. Sie sollten sich über das Kind keine Sorgen machen. Das macht für mich absolut überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss los. Finanziell ist das Angebot natürlich sehr verlockend. Aber 2 Jahre, ich finde es nicht ein bisschen lang. Naja, er hat Planbarkeit und wir haben Planbarkeit. So kann man das auch nennen. Du weißt aber schon, dass der Gregor einige Dinge gedreht hat, oder? Damals ist es mit dem alten Friedl. Dem hat er die Herde sehr günstig abgekauft. Und der Familie Thaler, denen hat er die Molkereianteile abgeschwatzt. Und dann Jahre später fürs X-fache wiederverkauft. Ja, ich kenne die Geschichten, Lisbeth. Also? Aber ich habe ein Jahr lang für den gearbeitet. Und der ist hart im Geschäft. Aber der hat noch nie irgendjemanden zu irgendwas gezwungen, was derjenige nicht wollte. Ja, genau. Der weiß immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, jemand einen Vorschlag oder ein Angebot zu machen, das der dann nicht ablehnen kann. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit Hans reden. Ja, das machst du. Bitte. Kommst du? Wir sind spät dran. Ja, sag mal, muss es denn das Sakko sein? Was denn? Du siehst toll aus. Zum Anbeißen. Ja, aber die Krawatte zieh ich nicht an. Nein, ich zieh sie nicht an. Komm, wir sind spät dran. Besonders erstaunlich dabei ist, dass die Anzahl der Familien, die hier mit 3 Kindern urlauben, zugenommen und die Anzahl der Familien mit 2 Kindern abgenommen hat.
Jedenfalls war das im August und im September so. Im August und im Juli. Meine Mitarbeiter und ich haben uns dann in einem Think Tank zusammengetan, um dafür Erklärungen zu finden. Da müsste jetzt eine Grafik kommen. Einen Moment. Ah ja, da ist sie. Genau. Entschuldigung. Es ist ja auch wirklich zu viel verlangt, dass du dich mal eine halbe Stunde zusammenreißen musst, was? Eine Stunde? Das ging doch ewig. Außerdem habe ich letzte Nacht miserabel geschlafen, das habe ich dir doch gesagt. Ja, aber du schläfst nur noch miserabel. Und zwar nicht erst seit gestern. Denkst du, ich weiß nicht, dass du dann stundenlang am Fenster stehst und in die Nacht starrst? So schnell schon das Gefühl, dass du einen Fehler gemacht hast? Ja, das ist kein Fehler. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass ich hier nicht so richtig ausgelastet bin. Das ist alles. Soll ich eine gute Mutter sein, wenn ich das Kind noch nicht mal im Arm halten kann? Lass uns doch erst mal abwarten. Worauf soll ich warten? Das Kind soll im Mittelpunkt stehen und nicht seine kranke Mutter. Seine Mutter will ich nicht sein. Servus. Hallo, das sah ja toll aus. War schön? War super. Die Lisa hatte dich schon angerufen. Wollen wir gleich mal über den Deal reden? Ja, gerne. Ja? Musst du einen Schirm noch einpacken. Gut. Thomas? Ja, ja, ist gut, ich komme gleich, okay? Ja. Ich hab Dr. Verhoech in der Lane von der Ziegehorst in Anderlecht von wegen Patient Haas. Wie bitte? Ich habe einen Dr. Verhoech in der Leitung vom Klinikum in Anderlecht wegen der Patientin Haas. Schaut es Sie im Lebenslauf? Dass ich Flämisch spreche? Ja. Nein. Gibt's noch was anderes, was nicht im Lebenslauf stand? Ja, Dorjan Yoga Garavu Paruski. Russisch? Da. Da? Da. Können Sie durchstellen? Mhm. Spricht er Deutsch? Viel Glück. Gruber? Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Krankheit bei mir aus irgendeinem Grund spät, aber dafür umso heftiger aufgetreten ist. Und dass ich über kurz oder lang wahrscheinlich zum Pflegefall werde.
Lisa. Ich krieg das schon hin. Irgendwie. Hey. Aufgeben zählt nicht. Eben. Aber das Baby, das werden wir wahrscheinlich nicht adoptieren können, weil ich ja... Und deswegen wollten wir dich bitten, ob du nicht das Kind als dein eigenes annimmst. Also ganz offiziell, so als wär's deins. Luca Wagner statt Luca Haas. Ja, wir würden dich natürlich überall unterstützen, auch finanziell, oder dir helfen und eine Bürokraft anstellen, oder... Und schau mal, schließlich ist doch auch so, niemand kann verbieten, dass das Kind regelmäßig bei seiner Tante und bei seinem Onkel ist. Wir finden deine Lösung, Greta, versprochen. Wenn das Kind alt genug ist, dann erklären wir es ihm, dass wir seine Eltern sind. Okay? Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass ich keinen Platz habe in meinem Leben für ein Kind. Greta, ich konnte doch nicht wissen, dass es... Also, wir können das Ganze auch relativ problemlos beenden. Bist du verrückt geworden, Greta? Du kannst doch nicht das Kind wegmachen, unser Kind. Dr. Gruber hat doch gerade erst gesagt, dass es wahrscheinlich gesund ist. Aber es ist mein Kind und es ist meine Entscheidung, meine. Was redest du denn da? Bist du wahnsinnig? Das Kind war ein Fehler, von Anfang an ein Fehler. Greta! Ich rufe Dr. Gruber. Der Blutdruck ist soweit in Ordnung. Sie haben keine Blutungen, die Fruchtblase ist auch intakt. Der Bauch ist weich. Soweit alles gut. Frau Wagner, ich sage Ihnen ganz ehrlich, Ihr Kind verträgt diesen Stress nicht und Sie auch nicht. Ich muss aufhören zu lügen. Sie sind die Mutter des Kindes, Sie ganz allein. Störe ich? Nein. Geht's besser? Ja. Bleiben Sie bitte noch einen Moment liegen. Danke. Frau Hase, ich will Sie gerne mal mit sprechen, bitte. Mhm. Frau Hase, es ist Folgendes. Ich habe mit Professor Verheugt in Anderlecht gesprochen. Er meinte, man hätte Ihnen einen Laborbefund nicht übergeben bzw. nicht in die Akten gelegt. Ja, da war plötzlich so eine Nervosität beim Auschecken. Wegen Datenschutz oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle ist es eine gute Nachricht, denn in diesem Befund ist die Rede von einem leichten Granulozytenmangel. Und was bedeutet das? Granulozyten sind Unterformen von Leukozyten. Und dieser Mangel deutet auf eine Nebenerscheinung der Glykogenose hin. Das heißt, irgendetwas muss die Krankheit vor ihrem Besuch in Anderlecht getriggert haben. Weil zwei Wochen vorher waren die Granulozytenwerte in Ordnung. Nehmen Sie irgendwelche Präparate, Nahrungsergänzungsmittel oder haben Sie die Ernährung umgestellt? Ja, ich habe so Kombipräparate genommen, rein pflanzliche, um mich ein bisschen fruchtbarer zu machen vor dem Eingriff. Ich verstehe. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir eine Liste dieser Präparate zukommen ließen und einfach in die Praxis schicken. Mhm. Okay? Ja, sind das jetzt gute Nachrichten? Wir bleiben dran. Ich verabschiede mich jetzt noch von der Nase. Bis dann. Tschüss. Das ist von mir, oder? Also ich meine, wirklich von mir. Ja. Klar, deswegen kann das Kind die Krankheit gar nicht haben, weil rein genetisch meine Frau nichts mit dem Kind zu tun hat. Genau so ist es, Herr Haas. Meine Frau darf das niemals erfahren. Das wird eher schwierig werden.
Schwesterherz. Warum hast du vorhin eigentlich gesagt, dass es dein Kind ist? Weil ich schon schwanger war, bevor wir nach Anderlecht gefahren sind. Wer ist der Vater? Dein Ex? Ja. Warum glaube ich dir das nicht? Sag mir jetzt die Wahrheit, warum glaube ich dir das nicht? Sag's. Was hast du getan, hä? Mit meiner Schwester geschlafen. Ich habe einmal mit ihr geschlafen. 2-3 Wochen vor Belgien. Ich habe verhütet. Ich weiß nicht. Soll ich dir vielleicht erklären, wie es funktioniert? Theresa, hör mir zu. Es tut mir leid. Ich hatte bis eben keine Ahnung, dass ich schon davor schwanger war. Ja, ist das schön, dann sitzen wir doch in einem Boot, hä? Bis zu diesem Moment, wo du leider ausgestiegen bist. Du hast recht. Du hast mit allem, was du sagst, hast du recht. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du und Greta, ihr beide bekommt das Kind. Und ihr habt mich betrogen und belogen. Ihr habt mir alles genommen. Alles. Überraschung. Lilly hat gesagt, du bist da. Ich wollte eigentlich zu Hans, aber ich dachte, ich schau mal, wie es dir geht. Gut. Schön, dich zu sehen. Kopfweh? Vom Wein? Nö. Du? Schön, nicht mit dir geschlafen zu haben. Klang auch schon mal anders. War aber knapp. Die These ist durchaus belastbar, ja. Also ich will mich ja nicht einmischen, aber solange es mit Franziska und dir nicht geklärt ist, sollten wir lieber einen großen Bogen um Alexanders Wohnmobil machen. Auch diese These ist durchaus belastbar. Du wolltest zu Hans? Warum? Ach so, ja, ich wollte ihn um seinen Rat fragen. Wegen Gregors Vorschlag. Ich fahre dann jetzt. Thank you.
Hallo, Kerstin. Mir geht's wieder gut und die Ärzte haben gesagt, ich kann wieder arbeiten. Ja, ich kann jederzeit. Was willst du hier? Was fragst du mich? Sag mal, spinnst du? Warum sagst du mir nicht, dass du von mir schwanger bist? Wird es irgendwas ändern, wenn ich dir darauf jetzt eine Antwort gebe? Nein. Du heißt, ich liebe Theresa. Sie hat mich rausgeschmissen. Sie wird mir das nie verzeihen, niemals. Dir wird sie das auch nicht verzeihen. Ich werde die Schwangerschaft abbrechen. Ohne das Kind, da haben wir vielleicht eine Chance, dass die Wunden irgendwann ein bisschen heilen. Aber mit dem Kind, was dann als Mahnmal die ganze Zeit zwischen uns steht, für... Die Abtreibung ist der einzige Weg. Und wenn ich das anders sehe, immerhin habe ich da auch ein Wörtchen mitzureden. Es ist auch mein Kind. Und was dann? Dann feiern wir fröhlich die Taufe, die Einschulung, die Erstkommunion, während Theresa gelähmt in der Ecke liegt? Wir würden ihr damit jeden Tag noch mehr zur Hölle machen. Willst du das? Gut, dann wäre das ja entschieden. Überleg's dir. Du bist in der 12. Woche. Nicht in der 10. Und bei dir? Beim besten Willen keine Wechselwirkung mit einer Glykogenose zu erkennen. Ach, guck. Hier sind Bufadenolide drin. Wie bitte? In diesem Präparat sind Bufadenolide drin. Die verlangsamen doch. Die Schlagfrequenz des Herzmuskels. Und das Muskelgewebe von Frau Haas wurde durch eine latente Glykogenose angegriffen. Das Herz ist ja auch nur ein Muskel. Das heißt, das Herz wurde durch dieses Präparat zusätzlich geschwächt. Ja klar, weniger Blutversorgung, weniger Nährstoffe für die Muskeln, Abwärtsspirale, perfekte Nährboden für eine Glykogenose. Und deswegen auch die Plakbildung. Da haben wir ihn doch, den Trigger. Das Problem ist, dass Bufadenolide über längeren Zeitraum in der Zelle gespeichert werden. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir das Zeug im Körper? Eine Blutwäsche würde ihren Organismus überfordern und die Medikamente, die wir kennen, die gehen zu stark auf den Herzkreislauf. Mhm. Gut, Plan ist folgender. Ihr lasst euch hier einen schönen Cocktail einfallen, der als Kontermittel funktioniert. Und ich schaue zu, dass ich die Patientin hierher kriege. Ich rufe Dr. Sattler. Das ist eine großartige Idee, mein Freund. Hier bist du. Hast du dich gleich wieder in die Arbeit gestürzt, was? Theresa. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Wolltest du zuschauen, wie das Kind bei uns aufwächst? Und Patentante spielen für dein eigenes Kind? Ich werde es nicht bekommen. Das habe ich auch schon Thomas gesagt. Ich werde es abtreiben lassen. Ja. Ich werde hier weggehen, so schnell wie es geht. Mein Konto auflösen, hier kündigen. Um noch mal was von der Welt zu sehen, bevor mich die Krankheit zum Krüppel macht. Ach ja, ich habe sogar schon mit der Versicherung telefoniert. Und wenn ich im Pflegefall bin, dann kriege ich wahrscheinlich ein Zimmer. Ist doch toll, oder? Theresa, das ist doch... Und danke, dass du immer so eine tolle Schwester gewesen bist. Theresa, jetzt warte doch mal Wagner, Sie warten hier bitte. Ich komme dann zu Ihnen, ja? So, sie ist kollabiert, seid ihr nicht ansprechbar. Habt ihr ein Kontermittel gefunden? Aber keins ohne Risiko, Martin. Greta! Greta, wie geht's dir? Sie ist immer noch bewusstlos.
Martin, wenn wir ihr hochdosierte Gammalsulfide spritzen, haut das sowas von auf die Leber, dass sogar das Herz angegriffen wird. Du meinst also Variante 1, wo man nicht das Blutwäsche und Adrenalin für Kreislauf? Sollten wir riskieren. Warten und hoffen, dass das Medikament die schädlichen Bufadenolide aus ihrem Blut wäscht. Was bedeutet das? Also, wird sie sich wieder erholen? Ich meine, wenn das ansteckt, was Sie da sagen, dann verläuft die Krankheit vielleicht doch nicht so schlimm. Ja, das wäre durchaus denkbar und sogar natürlich wünschenswert. Aber erstmal müssen wir schauen, wie sich das Nervensystem Ihrer Frau regeneriert. Es ist die ganze Nacht jemand bei, das ist ja klar. Und wenn Sie ein Bett brauchen, dann melden Sie sich einfach im Schwesternzimmer. Bis dann. Sie wird das schaffen, ich weiß das ganz bestimmt. Alles okay? Alles gut. Alles gut. Warum denn in München? Bei der Franziska? Sie wollte jetzt einfach noch ein paar Tage zu Hause bleiben, bei ihrer Mutter, die haben noch was zu klären, glaube ich. Mhm. Du hast Stress mit der Susi. Wieso? Sieht man mir das an? Keine Angst, es ist jetzt keine große Krise. Es ist. Im Moment fällt mir da unten einfach die Decke auf den Kopf. Ein bisschen. Aber es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ehrlich. Hat mir die Susanne verordnet übrigens. So, genug mit dem Rumgeheule. Auf die Freiheit. Oder was davon übrig bleibt. Achtung. Die Musik war auf dem Foto aber nicht drauf. Franziska. Martin? Mein Vater ist gestorben. Die Ärzte sagen, das war wohl eine Embolie. Vor einer halben Stunde. Ich war bei ihm und habe mit ihm gesprochen. Und er hat mich sogar erkannt. Und dann bin ich ganz kurz weggegangen. Mein Beileid, Franziska, es tut mir sehr leid für dich. Danke. Ich würde mir jetzt am liebsten ins Auto setzen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mit meiner Mutter die nächsten Stunden alleine bin. Aber wenn du dich morgen irgendwie loseisen könntest, dann würde mir das wirklich helfen. Ja, ja, kein Problem. Ich muss morgen früh ganz kurz in die Klinik und dann fahre ich gleich direkt durch zu euch. Ich liebe dich, Martin. Ich dich auch. Bis morgen. Schlechte Nachrichten? Franziskas Vater ist verstorben. Also, ich melde mich. Wir sehen uns in der Klinik. Bis gleich. Wahnsinnig leid für Franziska. Ich weiß, wie das ist, wenn der Papa plötzlich nicht mehr da ist. Und du musst jetzt für sie da sein, diesmal wirklich. Ja, genau deswegen fahre ich jetzt. Den Deal mit Gregor werde ich vermutlich machen. Sieht dein Bruder auch so. Das ist doch wunderbar, wenn sie alle einig sind.
denn sie ist um 7.25 Uhr aufgewacht. Ihre Vitaldaten haben sich über Nacht deutlich verbessert. Auch die Organwerte sind wieder im normalen Bereich. Das heißt, das Kontermittel hat funktioniert. Bleiben nur noch die motorischen Probleme. Ja, ist doch erstmal wunderbar. Wie fühlen Sie sich? Ging schon mal besser. Aber immerhin habe ich die weniger schlimme Variante. Dieser Glykogenose. Das hat die Ärztin heute früh gesagt. Ja, das ist die gute Nachricht, Frau Haas. Und mit ein bisschen Reha kommen wir wieder ganz gut hin. Ja, dann bin ich wieder gesund, komme nach Hause. Habe ich keinen Mann mehr. Keine Schwester mehr. Und kein Kind mehr. Weil es meine Schwester nämlich abgetrieben hat. Wissen Sie, Frau, Sie verstehen nicht ganz, warum Sie es jetzt abtreiben will. Ich meine, Sie hätten es auch abtreiben können, ja, als es erfahren hat. Sie baut sich eine Karriere auf. Sie sagt, sie will kein Kind. Es wird eigentlich niemand mitgekriegt. Also warum will sie es jetzt abtreiben? Dr. Gruber. So, Folgendes. Ihre Frau ist aufgewacht, ihr geht es gut. So wie es aussieht, konnten wir eine weitere Schädigung des Nervensystems verhindern. Wird sie wieder gesund? Ja, es ist nur so, dass die abgestorbenen Nervenzellen sich nicht mehr regenerieren. Betroffen sind motorische Fähigkeiten. Im Moment kann sie ihre Beine nur sehr schwer ansteuern. Okay, und legt sich das wieder, oder? Davon gehen wir aus. Es wird allerdings ein langer, mühsamer Weg. Aber soweit ist sie stabil und ihr geht's gut. Sie wissen, wo Sie sie finden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Ja. Wiedersehen. Ich würde gerne zuerst alleine mit dir reden. Klar. Geht's dir? Zumindest habe ich eine reelle Chance, dass ich nicht im Rollstuhl lande. Ist das schon mal ein Fortschritt? Ich weiß, dass das alles wird Zeit brauchen und ich werde dich mit Sicherheit zu nichts drängen. Aber du sollst wissen, ich werde für dich da sein. Immer. Entweder du ziehst aus oder ich zieh aus. Du hättest mir sagen müssen, was passiert ist, hast du aber nicht. Dem Baby? Es war ziemlich aufgeregt heute Nacht. Du bist zwar schon in der 12. Woche und nicht in der 10., wie wir alle wissen. Aber eigentlich kannst du noch gar keine Bewegungen spüren. Ja, ich weiß. Aber ich... Die Mutter war ziemlich aufgeregt und ich schätze, das hat es mitbekommen, denke ich. Du willst den Abbruch immer noch?
Schau mal, es ist doch so. Über manche Dinge redet man nicht, weil wenn man über sie redet, dann sind sie plötzlich für immer, diese Worte. Und die Bilder im Kopf zu den Worten. Ich verstehe das nicht ganz. Weil ich dich das nie gefragt habe. Was? Als du mir damals Thomas vorgestellt hast in Salzburg beim Eishockeyspiel, da warst du in ihn verliebt, oder? Dir weggeschnappt. Nein. Er hat sich eben in dich verliebt. Das Kind in deinem Bauch ist von einem Mann, den wir beide, naja, der zumindest eine ziemlich große Rolle in unserem Leben spielt. Deswegen hast du es auch nicht weggemacht. Weil das Kind von Thomas ist und nicht von irgendjemand anderem. Vermutlich ja. Hör mir zu, Greta. Das Kind in deinem Bauch ist gesund. Und du wirst eine wunderbare Mutter sein. Doch, das wirst du. Mit mir an deiner Seite als beste humpelnde Patentante der Welt. Und Thomas? Wird sich zeigen. Komm, Luca. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt auf der linken Seite. So die bittersten Jahre erspart geblieben. Ich weiß. Aber es fühlt sich einfach zu früh an. Es ist immer zu früh. Ich bin jetzt da. Meine Mutter freut sich übrigens drauf, dich kennenzulernen. Also so richtig diesmal. Yeah.
Du hast nie erwähnt, was dein Papa eigentlich beruflich gemacht hat. Ich meine, hallo? Er hat das Geld von seinem Großvater und seinem Vater verwaltet. Aber mich hat diese Geldnummer nie so interessiert. Geh doch schon mal vor, ich mach den Kaffee, okay? Frau Hochstetter. Mein herzliches Beileid. Danke. Ein ziemlicher Schock, das alles. Hoffentlich verzeihen Sie mir, dass ich gestern etwas brüsk gewirkt habe. Es ist alles in Ordnung. Franziska kann vermutlich froh sein, jemanden wie Sie an ihrer Seite zu haben. Ach. Ihre letzten Männer waren ziemliche Waschlappen. Dr. Gruber, meine Tochter, sie hat ihren Vater abgöttisch geliebt. Und sie trauert mehr, als sie zugibt. Okay, klar. Also, passen Sie gut auf sie auf, ja? Natürlich. Darf ich Sie darum bitten? Selbstverständlich.